Hallo! So, das ist das zweite Video, welches ich mit Zerik aufnehme. Zerik? Ich spreche den Namen, glaube ich, immer falsch. Ja. Im letzten Video ging es darum, wie er es geschafft hat, seinen Tätern zu vergeben. Gerne den Link zu dem letzten Video steht unter der Beschreibung, wer interessiert ist. In diesem Video möchte ich mit Zerik über das Thema Ablehnung sprechen und wie du es geschafft hast, dich zu befreien von Verurteilung, von Ablehnung, von... Ja, das ist es. Genau. Magst du mal erzählen, was das Thema, inwieweit das Thema Ablehnung und Verurteilung durch andere Menschen dich beschäftigt hat im Leben? Ja, auf jeden Fall. Weil, okay, zum Beispiel, Leute haben immer für mich entschieden, wer ich bin von der Sexualität her. Weil ich meine, es gibt so vieles, wofür man mich abgelehnt hat. Oder zum Beispiel, auch ich bin natürlich ursprünglich französisch-algerisch, das auch noch. Und lass mal sagen, ich gestalte mein Leben vielleicht nicht so traditionell, wie die meisten Leute das machen. So, ja, oh mein Gott, es gab vieles. Ja. Und um es jetzt zu verknüpfen mit dem letzten Video muss ich auch noch sagen, dass ich würde sagen, manchmal im Leben wird man auch bestraft zweimal. Man hat schon ein Trauma erlebt und dann wird man auch noch im Leben bestraft. Und da, wofür, das war, als ich Teenager war, dann, ja, ich muss zugeben, ich fand meinen Platz nicht so in der Gesellschaft und mit den Freunden. Es war schwer, ich hatte, oh mein Gott, Freunde, das ist bei mir gekommen, vielleicht, dass ich Ende 20, 27 oder so, das kam alles sehr spät. Und ja, dann fühlt man sich schon sehr alleine. Und wenn im Haus, was man sagen, wo ich gelebt hatte, die Leute schon lehnen, ja, es läuft nicht gut. Und dann in der Schule hast du noch so hunderte Leute, die auch, ja, lass mal sagen, dich beurteilen, weil du laufst anders, weil ich, okay, nur zum Sagen, aber ich mag das eigentlich. Ich laufe manchmal ein bisschen wie Marilyn Monroe, das sagen meine Freunde, aber ja, das stimmt, aber ich liebe es. Aber ich liebe das auch, ja, ich kann auch nichts dafür. Und ja, sie ist eine großartige Frau, Marilyn Monroe. Ja, auf jeden Fall. Und so, ja, und zum Beispiel, als ich sogar in der Schule und auch heutzutage noch, ich meine, wenn ich meinen Mund aufmache oder wenn ich bewege, ich rede auch gerne mit meinen Händen, es ist sofort Schul dies, Schul das und dann je nach Leute, zum Beispiel, ich war in Spanien einmal, na, das war doch etwas, da hat eine Frau zu mir gesagt, ich war so in einer Kneipe und ich habe so einen Tee genommen und da hat sie so gefragt, oh, wieso nimmst du denn einen Tee? Aber natürlich, du bist Muslim und du darfst dich nicht, und die Muslim, nein, das hat sie gesagt. Ich weiß nichts davon, aber okay, das hat sie mir gesagt. Und dann hat sie so gesagt, ja, und die schlagen die Frauen immer. Und das hat sie dann zu mir gesagt. Da habe ich gedacht, wow, das war schon etwas, wovon ich gedacht habe, wie kann das doch sein? So, ja, ich weiß viel darüber. So, okay, zuerst muss ich auch gestehen, dass es gibt etwas Positives in meinem Leben, auch als ich Kind war, oder Teenager, lass man sagen, in der Schule, ne? Als ich in der Schule gegangen bin. Okay, viele Leute haben mich, ich würde jetzt nicht sagen gehasst, das ist so ein schweres Wort, aber die haben mich nicht so geliebt und die waren gemein zu mir. Und aber ich habe auch immer, zumindest das Gefühl gehabt, es gab immer Leute, die fanden mich super interessant. Ja. Yeah. Und dabei muss ich auch sagen, und ich habe schon erwähnt, dass ich ein Buch schreibe, Thanks for Kidnapping Me. Und ein Grund, wofür ich das Buch so nenne, ist, dass ich liebe Frankreich heute. Als Erwachsener bin ich lieber in Frankreich, aber ich denke auch, die Niederlande sind offener wie Frankreich, wirklich. Und auch in der Schule und so. Und deswegen muss ich auch sagen, dass es gab wirklich Leute, die fanden mich interessant und ich habe so dort auch ein bisschen Liebe bekommen. Glücklicherweise, weil sonst wäre es schon sehr schwarz alles. So, das hat mir geholfen. Aber sonst, was ich jetzt heute weiß, ist, dass wenn jemand gemein zu dir ist und so, ich meine, das hat mehr mit denen zu tun, die das machen, mit ihm oder ihr. Und das verstehe ich jetzt. Und ich fühle das jetzt auch so, alles, was andere tun. Ich meine, ich weiß selbst noch auch, ich meine, ich habe schon gesagt, dass mein Wut zum Beispiel, ich habe das gerichtet an anderen Leuten, als ich jünger war. Und ja, andere machen ja das auch. Und zum Beispiel, wenn ich laufe, lass uns sagen, ich bin jetzt in Bulgarien, liebes, schönes Land und so, aber vielleicht nicht immer super offen. Und lass uns sagen, als ich mal in einem Kleid gelaufen hatte hier, das Experiment. Aber okay, er ist für ein Jahr lang in einem Kleid durch die Länder dieser Welt gereist, um zu beweisen,
Ja. Dass die Welt ein sicherer Platz ist, das zuerst mal und zweitens auch, dass man sich selbst seine eigenen Farben zeigen muss. Und ich meine, okay, aber trotzdem war es nicht immer einfach. Zum Beispiel in Bulgarien, manchmal waren Leuten schon nicht so nett zu mir oder die haben schon, ja, die waren das nicht gut. Aber dann habe ich mir immer gedacht, ich verstehe das auch, weil ich meine, die Leute sind anders aufgewachsen als ich. Okay, ich habe Trauma gehabt und so, aber ich bin in einem Land groß geworden, in den Niederlanden, wo zumindest für Diversity sind sie schon offen. Zumindest so habe ich das erfahren und so. Und für mich war das zumindest kein Problem. Und als ich dann hier bin, ich verstehe das, dass zum Beispiel ja für den Leuten, die sind anders groß geworden, die sind mit anderen Werten und Normen und Ängsten. Und wenn die dann zum Beispiel etwas anderes sehen, das dann zerstört ihre Welt vielleicht. Und ich meine, so deswegen, wer bin ich, das zu beurteilen? Aber vielleicht kann ich die Leute inspirieren. Ja. Ja. Ich finde das klingt so weise, so erwachsen, so richtig in meinen Augen. Aber gleichzeitig, weißt du, als einmal wieder zu verstehen, warum andere mich bewerten. Ja, also zum Beispiel, wenn ich anfange zu lästern oder wenn ich jemanden bewerte, dann ehrlich gesagt nur, weil ich gerade selber unzufrieden mit mir bin. So. Und sicher, doch, ja. Genau, ja. Also ich verstehe es dann auch, ja, durch die Selbstreflexion, dass auch andere so ticken. Und dass es eben nichts mit mir zu tun hat. Aber in dem Moment, wo du für deine Homosexualität oder Bisexualität... Nein, Gender Diversity. Aber man kann mich nennen, weißt du, ich werde nicht böse, ne? Wenn man kann sagen, was man will, aber ja, ich fühle mich... Aber okay, das ist ein anderes Video. Ich will dich bewerten. Okay, nein. Gender Diversity oder ja. Aber, okay. Ja. Aber ich bin... Ja. Aber wenn man dich dafür verurteilt... Tut es dann noch weh? Also emotional? Heutzutage nicht mehr. Aber früher muss ich sagen, zum Beispiel, wenn Leute gesagt haben, schwul oder gay, ich habe mich nie in dieser Welt so wohl gefühlt. Zum Beispiel, okay, wir reden jetzt nicht so viel darüber, aber nur ein kurz mal. Als ich in New York war, ich war einmal in einem Trans-Gay-Bar in Queens mit einem Freund von mir. Und ich war an diesem Tag in einem Kleid, aber ich bin nicht trans. Ich mache nur Kleid, wenn es heiß ist. Punkt. Ich habe lieber Hosen und so, aber es war nur so spontan. Und dann haben so viele, lass mal sagen, Leute in dieser Kneipe, so Gay, Trans, Bar zu mir gesagt, oh, du bist ein hässlicher Trans, wieso hast du deine Beine nicht rasiert und dies und das. Und da habe ich mich nicht so nah gefühlt zu den Leuten. Und mit Gays manchmal, okay, vielleicht muss ich da mehr überlernen, aber so, wenn ich so versuche, lass mal sagen, einen Boyfriend zu haben oder so, oder wenn ich online date, mag ich nicht so gerne, aber ich habe es mal versucht, dann ist es immer so Top Button und Ficken. Ich weiß nicht, ich will es nicht beurteilen. Es ist nur das, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht immer so wohl, aber ich verstehe auch, und das habe ich dann auch wieder von der G-Welt gelernt, ist das, es ist schwieriger, meistens auch anders zu sein. Und ich denke, dass diese Welt auch, Trauma ist ein großes Wort, aber ich denke auch, dass etwas los ist. Weißt du, wenn so alle gay sind, dann die haben auch ein Problem. Voll. Ist es auch. Und zum Beispiel, weißt du, zum Beispiel bei Männern sehe ich dann auch, die werden alle männlich sein und dies und das. Und wenn du das dann nicht bist, und ja, ich bin dann, lass mal sagen, eigentlich schon, lass mal sagen, männlich, weil ich habe keine Angst, in meinem Kleid auch hier in Bulgarien rumzulaufen. Ich finde das schon mutig eigentlich. Aber okay, ich will sicher nicht männlich, weiblich, ich identifiziere mich nicht so. Und ich mag es auch gerne, das sanft und eigentlich, ja, mit wie dem auch sei. Aber ich denke, dann auch wieder verstehe ich das, ja, die haben denn das auch. Und aber wenn Leute das früher dann zu mir gesagt haben, dann habe ich eben gesagt, sicher, ich bin nicht straight oder so, und das ist auch alles in Ordnung. Aber natürlich habe ich mich da mal gefühlt, in dieser Welt fühle ich mich auch nicht so zu Hause und so meinem Platz. Und natürlich, heute würde ich sagen, okay, man hat natürlich manchmal einen schlechten Tag, ich bin sicher nicht perfekt und natürlich, aber im Allgemeinen, im Grunde genommen, nein. Aber natürlich früher, ja, weil es gab so viel, weißt du? Ich meine, man beurteilt mich sofort über meine Religion und ich denke, okay, du sagst, welche Religion ich habe. Ich meine, was weißt du denn davon? Das ja, und du weißt ja auch gar nicht mehr, wer soll ich denn sein? Wann bin ich richtig? So, diese Frage, wann bin ich richtig? Ich glaube, da suchen wir alle gerade eine Antwort drauf. Aber ich denke, als ich natürlich, zwei kleine Sachen ist auch, dass da ich so viel miterlebt habe, schon in meiner Kindheit, ich denke, eine kleine Resilienz hatte ich schon. Und lass mal sagen, wenn Leute denn gemein waren zu mir oder ich meine, wenn ich meine Eltern, meine Entführer, es gibt noch andere Leute, vergeben kann, dann kann ich solche Leute doch auch vergeben, ich meine. Ja, das stimmt. Durch deine
Geschichte mit der Entführung hast du definitiv da schon sehr viel Resilienz aufbauen müssen. Müssen, ja, sonst wäre ich vielleicht jetzt nicht hier. Genau, aber hast du für jemanden da draußen, der jetzt wirklich ein Problem hat, der sich verletzt, oder der, die sich verletzt fühlt durch Ablehnung, durch den Partner, ja, oder irgendwelche Verurteilungen oder Mobbing, einen Tipp, wie man das nicht an sich ranlässt, wie man das nicht persönlich nimmt. Ja, weinen. Nein, wirklich, das tut gut. Und das habe ich oft gemacht. Es aufschreiben. Ich habe zum Beispiel bei der SBB in der Schweiz gearbeitet. Das ist die Deutsche Bahn, aber dann für die Schweiz. Ich liebe Züge und ich bin dort auch gemobbt zum Beispiel. Und ich habe auch eine falsche Entscheidung. Ich habe etwas gemacht, was vielleicht... Nein, ich bin sicher, ich weiß, dass meine Haltungsweise nicht richtig war. Es gab dort sehr gläubige Leute, es gab Leute, die waren gegen, dass ich, lass mal sagen, sexuell anders bin, aber auch, dass ich anders ticke. Zum Beispiel ein Mädchen hat mir einmal gefragt, so, bist du denn gay oder was? Und dann habe ich so gesagt, genderdiverse, ich identifiziere mich nicht so viel. Ich habe einmal gedacht, Frau zu werden, aber dann habe ich wieder gedacht, ach nein, ich bin nur Mensch. Und ja, jeder darf sagen, was er will, mit Respekt, und für mich funktioniert das so. Und dann hinter, die waren immer nett so zu mir, wie geht's dir? Ja. Aber dann hinter meinem Rücken haben die dann zum Beispiel zum Chef gesagt, er stinkt, er sei dies und das. Und oh, er redet über Sex zum Beispiel. Und ich denke, oh mein Gott, du hast mir die Frage gestellt. Und ich bin eigentlich gar nicht so sexuell. Also ich meine, nein, das habe ich sicher nicht. Aber leider habe ich dann ja auch geschrien zu einem Mädchen, weil ich war so böse und ich fühlte mich so, auch sie hat deine Grenzen überschritten. Ja, und dann habe ich meinen Job verloren und ich war auch noch Nummer 1 im Betrieb. Aber ich muss zugestehen, dass meine Reaktion war schlecht und das weiß ich jetzt auch. Aber natürlich ist es nicht ehrlich und wie kann man mit umgehen? Zuerst mal zu akzeptieren, die Welt ist nicht ehrlich. Ich meine, sorry zu sagen, wieder a punch in the face, aber ja, man muss das... Wir sind alle auch irgendwie traumatisiert und... Ich finde Lügen oder Lästern oder so, das ist auch ein bisschen so dieses innere Kind, ja, so ein verzweifeltes, ich bin verletzt und ich weiß nicht wohin mit meinen Emotionen, also projiziere ich das alles auf Menschen, die vielleicht anders sind. Ja. Aber deswegen sage ich auch, ja, man muss, okay, aber jetzt zurück zu den Tipps. Andere Tipps, die ich auch noch habe, ist, in meinem Fall zum Beispiel, ich hatte für lange Zeit keine Freunde, ich fühlte mich ganz alleine, aber dann habe ich zum Beispiel auch Bücher gelesen. Heutzutage kann man YouTube-Folgen, suche bitte gute Leute auf, die etwas Positives in der Welt bringen. Und das kann man heute. Und in meiner Zeit war es dann Bücher, die habe ich gelesen und darüber nachgedacht und das wurden ein bisschen meine Freunde. Und auch wenn man nur einen Freund hat, das ist okay. Und ein anderer Tipp, wirklich, ist auch das, darüber zu reden, aber mit Liebe. Zum Beispiel, mach Meditation oder ich weiß nicht, was stimmt für dich. Ja. Oder geh sporten und dann nachher, sei mal ehrlich, wenn jemand dir fragt, wie geht's dir? Und dann sagst du, weißt du, auch wenn du Mann bist, weil ich weiß, mit Männern ist auch mit Emotionen nicht immer so einfach. Sag zum Beispiel, weißt du, okay, dies und das ist mir passiert und ja, okay, und das ist okay. Mir hat das geholfen. Ich bin sicher, es wird dir auch helfen. Und auch vielleicht einen Plan zu machen. So zum Beispiel, okay, lass mal sagen, er hat dies und das gemacht, ich fühle mich so und so. Und dann zuerst, du hast diese Person in deinem Leben geholfen. Oder du akzeptierst diese Person in deinem Leben. Und manchmal, das habe ich auch mal erlebt, es gibt so viele gute Menschen, aber trotzdem sind die toxic, oder wie sagt man das? Yeah. Weißt du, so, ja, und dann muss man sich fragen, okay, weißt du, ich kann die Menschen, oder wenn du die Kraft hast, okay, dann hilfst du vielleicht, aber wenn nicht, dann musst du das zugestehen. Deine Zeit ist limitiert. Du wirst totgehen. Wir leben nicht so lange. Wir sind nur verantwortlich für uns selbst. Ja, und dann zuerst mal versuch für dich selbst herauszufinden, okay, wie kann ich selbst eine bessere Person werden? Oder okay, wie fühle ich mich, wenn jemand gemein zu mir ist? Wie fühle ich mich, wenn jemand zum Beispiel zu mir gesagt hat, you gay, you Marilyn Monroe, you faggot, ich weiß nicht was noch mehr. Oder du bist dies und das von der Farbe her oder Kultur her. Dann habe ich mich immer gesagt, okay, ruhig. Ich habe gelernt, zumindest jetzt kein Wut und nicht schreien, weil ich habe schon gesehen, dass das bringt mir nichts. Und dann fühle ich mich nachher auch noch schlecht. Und ich verliere meinen Job bei der SBB in der Schweiz. Aber das war eigentlich gut, eine Rettung, weil nachher ist etwas Schönes passiert. Aber okay, da reden wir jetzt nicht. Aber wirklich dann, aufzuschreiben, okay, was, wie. Und dann siehst du vielleicht, weißt du, es ist nicht gut für mich. Und ich bin sicher, du hast das auch mal erlebt. Ich hatte manchmal... Lass mal sagen, ein Partner oder einen Freund oder eine Freundin so. Und dann
ist es mal passiert, dass, weißt du, ich fühlte mich so wohl mit dieser Person, weißt du, Affektivität, so, solche Sachen. Und das war mir so wichtig und das hat mir auch geholfen. Und dann habe ich evaluiert, ich bin nicht gut für diese Person oder die Person ist wirklich nicht gut für mich. Oder meistens, lass mal so sagen, besser formuliert, wir sind nicht gut füreinander. Auch wenn wir vielleicht, okay, wir teilen die Emotion, das ist schön, aber das ist nicht genügend, das ist es nicht. Und dann, es tut weh und ich habe das auch mal erlebt, dann habe ich sagen müssen, ich muss mich trennen von dieser Person. Ja. Und das tut weh, aber du wirst wirklich einen Schritt weiterkommen im Leben und du musst ehrlich sein. Und nicht jedes Mal zurückfallen. Aber vergib dich auch. Auch wenn es ein oder... Ich habe schon Fehler gemacht. Und auch wenn du dreimal zurückfällst, ist es okay. Aber weiß im Kopf, mach einen Plan und weiß, dass ich muss diese Person loslassen. Und auch wenn es schrittweise ist, es kann manchmal auch schrittweise gehen. Manchmal kann man auch einen Brief schreiben. Weil für manche Leute, für mich zum Beispiel, ich kann jetzt nicht von einem auf dem anderen Tag sagen, lass uns sagen, oh nein, wir sind gut voneinander, ciao, tschüss, und wir sehen und ich rufe nie wieder an. Ich habe zu viele Schwierigkeiten damit, auch wenn ich weiß, dass die Person nicht gut für mich ist und lass uns sagen, wenn wir nicht gut voneinander sind. Aber mach es in schrittweise, zum Beispiel, hab eine ehrliche Konversation, rede darüber und dann, weißt du, bisschen bei bisschen nimm Abschied und wenn du siehst, es wird wirklich zu toxisch, ja, dann musst du wirklich einen Schritt weitergehen. Und dann weinst du, du schreibst es auf, du kannst schreien, Musik, ja, Emotionen. Emotionen, genau. Oh. Ah, das ist wirklich sehr wichtig. Ja. Serik, ich danke dir. Ich danke dir wirklich für dein... Oh mein Gott, ich hatte das nie so... Das war so... Ich hab nicht so erwartet. Das war mal so spontan und so, oh mein Gott. Aber es passt einfach zu gut, weil ich glaube, wir leiden alle stückweise darunter, dass wir irgendwie bewertet werden, dass wir irgendwann immer die Frage stellen, bin ich noch richtig? Und dass das wehtut, dass wir Emotionen aufbauen wie Angst, Trauer, Wut. Und ich finde das geil, dass du das jetzt mit uns teilst, wie du mit deinen Emotionen klargekommen bist, wie du ihnen Luft gegeben hast, damit sie eben auch verschwinden konnten. Ja? Ich glaube, wenn das alle Menschen tun würden, dann wäre der Ort oder die Welt wirklich ein besserer Ort. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe nur noch eine Sache, was ich sagen wollte. Ja. Ist das, ich habe mir auch immer gesagt, das Leben geht schnell. Ich meine, ich habe schon leider in meinem Leben auch Leute, die dann gestorben sind, jung zum Beispiel. Und ich habe mir immer gesagt, es kann alles passieren jeden Tag und wir werden tot gehen und das Leben ist nicht ewig. Und dann habe ich mir auch gesagt, ich will jetzt nicht all die Zeit verschwenden nur damit. Und zum Beispiel meine Zellen, zum Vergleich mit als ich Kind war, die sind 100% anders. Okay? Ja. So, ich bin buchstäblich, so sagt man das doch, ne? Buchstäblich eine andere Person. Und das bist du auch. Okay? Ja. Und du kannst auch immer noch eine andere Version von dir selbst werden. So, ja. Für jetzt. Geil, schöne Abschlussworte. Tschüss!